der Gerechtigkeit in unserem Land. Die Ungleichheit geht immer mehr auseinander, wirklich in arge Schwierigkeiten führen. Deswegen, ich stehe für eine Regierung der Erneuerung. Erinnert ihr euch noch an diese Worte? Wir werden ein grünes Wirtschaftswunder erleben. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch sehr gut. Selbstbewusst standen Baerbock und Habeck vor jeder Kamera und waren felsenfest davon überzeugt, dass sie unsere Wirtschaft transformieren können, dass sie eine klimagerechte Welt erschaffen können. Sie haben uns das Blaue vom Himmel versprochen. Und trotzdem haben sie auf eine verrückte Weise recht behalten. Wir haben ein Wunder erlebt. Ein Wunder der schnellsten Standortvernichtung, die ihr ein Industrieland jemals gesehen habt. Und wir werden weltweit zum glorreichen Beispiel dafür, was ideologisches Vollversagen bedeutet, ähnlich wie in der kommunistischen Zeit. Denn statt den versprochenen Arbeitsplätzen, den neuen Industrien und die unzähligen Fachkräfte, die zu uns wollen, verlieren gerade hunderttausende Menschen ihren Job oder wandern aus, genau wie unsere Industrie das Land verlässt und mit ihr das Kapital im dreistelligen Milliardenbereich, das nun im zweiten Jahr in Folge ins Ausland investiert wurde. Aber das reichte noch nicht, denn Herr Habeck schaffte es sogar, den Wohnungsmarkt völlig zum Erliegen zu bringen. Selbst die Banken behandeln nun Immobilien als Sicherheit für Kredite vorsichtig, weil das GEG-Gesetz diesen Sektor einen Dolchstoß verpasst hat, was zu einem heftigen, unwiedergutmachbaren Milliardenverlust von hart arbeitenden Privateigentümern geführt hat. Herzlichen Glückwunsch, Robert Habeck. Aber dafür haben wir jetzt Rekordinsolvenzen und die Konsumbereitschaft ist im Keller. Alles in allem kann man sagen, ja, die Grünen haben Deutschland verändert und das ziemlich schnell. Doch hören wir uns nun mal die Versprechungen an, mit denen man Millionen von Menschen in die Falle gelockt hat. Bevor ich Ihnen dann die Realität zeige, was passiert, wenn unterqualifizierte Politiker unser Land niederregieren. Abonnieren nicht vergessen, wir legen los. Energiegeld, das Sie ja einführen wollen, letztlich Personen wieder genau den Betrag zurückerhalten, den sie eigentlich mehr zahlen müssten. Wo liegt denn dann der Anreiz, das Verhalten zu ändern? Dass diejenigen, die drei Autos haben, drei große SUVs und 20 Mal für einen Kurztrip in den Urlaub fliegen, die kriegen, wenn sie das Energiegeld zurückbekommen, eben nicht das raus, was man an Umweltschäden verursacht hat. Aber mir geht es ja überhaupt nicht darum zu sagen, wer kriegt am Ende mehr, sondern ich möchte dafür sorgen, dass Familien, dass Menschen mit einem kleinen Einkommen, die an dieser Klimakrise keinen großen Anteil haben, weil sie nicht so viel Geld haben, um überhaupt die Ressourcen zu verbrauchen, dass die dadurch nicht schlechter gestellt werden. Deswegen die 75 Euro pro Kopf. Wenn man eine Familie ist, 4x 75 Euro. Und auf der anderen Seite braucht es ein starkes Ordnungsrecht, was deutlich macht, wir werden in Zukunft bei den Autos zum Beispiel umsteigen, komplett auf Elektromobilität. Das kann ich nicht über den Preis regeln, sondern über das Ordnungsrecht. Wann genau? 2030 muss aus meiner Sicht so sein, dass nur noch saubere Autos auf die Straße kommen können, damit wir überhaupt die Klimaziele noch erreichen können. Das waren ja mutige Prognosen von Frau Baerbock. Doch schauen wir mal ins Detail, wie sehr deutsche Familien von der grünen Sozialpolitik profitiert haben. Deutschland im freien Fall. Armut ist bittere Realität. Das klingt ja gar nicht gut. Doch Nius will bestimmt nur ähnlich wie bei der Bild-Zeitung durch reißerische Headlines Leser gewinnen. Aber wenn ich weiter runterscrolle, entdecke ich sehr beunruhigende Zahlen, die wir uns mal genauer anschauen sollten. Im Jahr 2023 lebten 14,1 Millionen Menschen in Armut, also ein Zuwachs von 2,6 Millionen Menschen. Wenn man das in Prozent darstellt, dann würde das bedeuten, dass wir unsere Armut um fast 25% gesteigert haben. Nicht schlecht. Ob das wohl etwas damit zu tun hat, dass unser wirtschaftlicher Kuchen, dem Versprechen nach Wachstum, durch Habecks geniale Ideen ein Ende gesetzt wurde. Ist also genau das, dieses sogenannte Wunder, wovon sie alle damals gesprochen haben? Ich glaube, das haben sich viele anders vorgestellt, genau wie diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Besonders erschreckend sind die skandalösen Zahlen mit dem Blick auf die Kinder und Jugendliche. Kinderarmut stieg von 2021 auf 20,8% um 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr auf 21,3%. Bei den Kindern von Alleinerziehenden sind es sogar 41,6% und bei Paarhaushalten mit drei oder mehr Kindern
31,6%. Da lohnt es sich doch in Deutschland eine Familie zu gründen, oder? Wenn das nämlich soziale Gerechtigkeit bei den Grünen bedeutet, dass die armen und schwachen Familien als erstes betroffen sind, dann Hut ab, dann habt ihr es gut hinbekommen. Doch kommen wir nun zum nächsten Versprechen, was von Frau Baerbock gemacht wurde. Doch vorher möchte ich Sie noch höflich daran erinnern, für die viele Arbeit und eine Wertschätzung, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank und es wird sich für Sie lohnen. Weiter geht's. Wo kommt eigentlich zukünftig der ganze Strom her, der zu der Bedarfsdeckung der hochgelobten Elektromobilität benötigt wird? Das Zupflastern der ganzen Regionen mit Windrädern, was Natur, Insekten und Vogelschutz angreift, das kann es doch nicht sein. Der Strom kommt aus Windkraft und aus Solarenergie, was ja eben auch schon gefragt worden ist. Aber es geht nicht um Zupflastern, sondern 2% der Landesfläche brauchen wir für Windkraft und zwar überall im Land. Jetzt nicht wie bisher nur im Norden und im Osten, sondern auch in Süddeutschland. Und das bedeutet dann, dass wir die Autos umrüsten können. Aber darüber hinaus brauchen wir Wasserstoff. Und das heißt Energiekooperation mit anderen Ländern, wo wir zum Beispiel Solarstrom noch mal viel, viel günstiger nutzen können. Tja, so wie die Dinge heute stehen, kommt der meiste Strom aus Braunkohle- und Atomstromimporten aus dem Ausland. Und günstig wird die Sache mit dem grünen Strom auch leider in der Zukunft nicht. Denn während man uns hier medial immer noch für dumm verkauft, reden sie im Ausland, die ausländische Presse, ganz anders. Und das schauen wir uns jetzt an. Hier ist ein Artikel von dem international angesehenen Medienhaus Telegraph aus England. Ich habe es natürlich für euch auf Deutsch übersetzt, damit sich niemand durch das Englische quälen muss. Die Industrieproduktion ist rückläufig. Der Immobilienmarkt befindet sich im freien Fall. Und die Regierung kann weder Kredite aufnehmen, um ihr Industriemodell umzustrukturieren, noch um ihre bröckelnde Infrastruktur wieder aufzubauen. Das mag wie die Einleitung zu einer weiteren Untersuchung über den beklagenswerten Zustand der britischen Wirtschaft klingen. Tatsächlich aber handelt es sich um eine prägnante Zusammenfassung der einst mächtigen deutschen Maschinerie, die von Zentristen und begeisterten Remainern immer noch als das Sinnbild dafür hochgehalten wird, wie eine entwickelte Wirtschaft aussehen sollte. In Wirklichkeit ist das deutsche Modell kaputt. Und es ist dabei, Europa mit in den Abgrund zu reißen. Das klingt doch hoffnungsvoll, oder? Eigentlich sollten genau diese Themen kritisch unsere Medien behandeln. Aber wenn Sie Artikel publizieren, klingt das genau so. Quelle Süddeutsche Zeitung. Großunternehmen blicken positiv auf grüne Transformation. Frankfurt am Main, dpa. Viele große Unternehmen blicken eine Umfrage zufolge positiv auf den Umbau hin zu einer klimaneutralen deutschen Wirtschaft. Gut 3/4, 76% der Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro erwarten, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland durch die grüne Transformation an Attraktivität gewinnen wird. Wie es aus der Befragung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Negative Folgen befürchten nur rund 12% der etwa 140 befragten großen Firmen. Ja, wenn das die Firmen sind, die Milliarden an Subventionen bekommen, dann wundert mich das wenig. Aber hier läuft doch irgendetwas gewaltig schief in unserem Land, oder? Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren und tobt euch aus, ob wir unseren deutschen Medien noch über den Weg trauen können. Ich bin gespannt auf eure Beiträge. Aber kommen wir nun zur finalen Szene unserer einstigen Bundeskanzlerin-Kandidatin, die Gott sei Dank abgeseift ist. Es wird lustig. Wenn dies rechnerisch möglich ist, in jedem Fall ein progressives Regierungsbündnis auswählen, ohne Beteiligung der Union. Geht in eine ähnliche Richtung. Ich trete an für eine echte Erneuerung in unserem Land, weil dieses Durchwurschteln wie in den letzten Jahren der Großen Koalition, das wird uns nicht nur im Klimaschutz, sondern auch bei der Frage der Gerechtigkeit in unserem Land, die Ungleichheit geht immer mehr auseinander, wirklich in arge Schwierigkeiten führen. Deswegen, ich stehe für eine Regierung der Erneuerung, ob man das progressiv erneuern nennt. Für mich bedeutet es, in Zukunft es besser zu machen. Und die Union hat in den letzten Jahren deutlich gemacht, sie steht vor allen Dingen für ein Weiter-so und eine Blockade. Und dass sich die SPD jetzt da anschließt bei dem Weiter-so, das überrascht mich. Ich glaube, wir haben die Kraft, uns gemeinsam zu erneuern. Ja, man kann schon sagen, dass wir in Deutschland so ziemlich alles gerade neu denken. Und wenn Frau Baerbock weiterhin so viel Gas in der Außenpolitik gibt, dann werden uns bestimmt auch noch die russischen Bomben dabei helfen, das Ganze zu beschleunigen. Was ist euer Eindruck? Haben die Grünen ihre Versprechungen wahrgemacht und wir treuen Wähler haben es einfach nur falsch verstanden? Oder sind sie desaströs gescheitert und versuchen uns diesen Mist als Erfolg zu verkaufen? Ich bin gespannt auf eure Beiträge, tobt euch aus, kritisiert auch mich gerne. Das war's mal wieder mit dem Video. Und wenn ihr sehen wollt, wie Frau Baerbock mal so richtig zerlegt wird von dem berühmten Gregor Gysi,
der sie völlig auseinandergenommen hat und als das entlarvte, was sie ist, eine kleine Narzisstin, die wie ein Popstar vom Geld des Staates lebt, dann klickt auf dieses Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen. Ciao.